Hey, ich bin zwar leicht verschnupft, das soll mich aber nicht daran hindern, dir jetzt einen Tipp bzw. eine Strategie mitzugeben, wie du mit Instagram noch schneller Reichweite generierst. Und zwar ist es ja so, bei Instagram ist es mittlerweile auch sehr schwierig, nach außen zu kommen, zu schaffen, dass mehrere Leute auch wirklich deine Bilder sehen. Und da weiß jeder, da helfen die Hashtags. Also Hashtags verwenden ist ganz wichtig, ist ein wichtiger Nebenpunkt jetzt in dem Video. Also baller wirklich Hashtags mit unter dein Bild, dass die Leute auch darüber dann auf deine Bilder kommen. Und jetzt kommt aber die Strategie bzw. der Tipp. Seit ein paar Tagen, ich weiß, es ist noch nicht bei allen ausgerollt, diese Funktion, aber seit einigen Tagen kann man eben auch bei Instagram Hashtags folgen. Und da empfehle ich jetzt wirklich, dass du ein, zwei Haupt-Hashtags dir raussuchst, für die du stehst und in denen du Fuß fassen möchtest. Bei mir ist das zum Beispiel Travel Photography. Ja, also ich mache gerne Bilder unterwegs, auf meinen Reisen und so weiter, habe dann relativ schön einen Feed zusammengebaut und möchte, dass das mehr Leute sehen. Das heißt, ich benutze einmal den Hashtag, ich folge jetzt aber auch diesen Hashtag und bin so immer up to date, wenn auf diesen Hashtag neue Bilder hochgeladen werden. Und das sind viele, ja. Das ist ein relativ großer Hashtag. Und wenn du jetzt auch so einen großen Hashtag hast, dann hast du die Möglichkeit, drauf zu gehen, zum einen auf diesen Hashtag, dann hast du oben schon mal neun so beliebte, ja, oder die beliebtesten oder keine Ahnung, wie es heißt. Auf jeden Fall sind das die Bilder mit diesem Hashtag, die am meisten Interaktion hatten, die am meisten Likes hatten und so weiter. Da schon mal kommentieren, liken und so weiter hilft, aber, und jetzt kommt der wirkliche Punkt, unten, da kommen immer die aktuellen reingeflogen und gerade bei großen Hashtags kommen da wirklich viele rein. Also das geht ganz schnell, dass da zack, 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 wieder neues Bild, wieder neues Bild. Und du bist dann da und nimmst dir ein paar Mal am Tag die Zeit, gehst auf diesen Hashtag, gehst da rein in die aktuellen und kommentierst direkt. Ja, du likest das Bild und sagst, hey, super Bild, toll, da war ich auch schon mal, ey, super Aufnahme, geiles Licht, klasse. Vielleicht sogar eine Frage stellen, dass da Interaktion entsteht. Und so bist du bei ganz vielen neuen Leuten auf dem Schirm. Das Tolle ist, gerade bei diesen neuen Meldungen, das sind auch viele sehr kleine Accounts. Und das ist eben was, was super hilft, wenn du mit einem Account bei einem sehr, sehr, also ist egal, ob du einen großen oder einen kleinen Account hast, aber wenn du bei kleinen Accounts kommentierst, du weißt es selber noch aus deiner Anfangszeit vielleicht, umso kleiner du bist, umso mehr Zeit hast du, dich mit dem Ganzen zu befassen. Und wenn das jetzt kleine Accounts sind, dann schauen die da natürlich rein, dann schauen die, hey, da hat jemand kommentiert, wer ist es, was macht der? Schauen auf deine Seite, liken da vielleicht, folgen da vielleicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du da was an Followern und neuen Likes abgreifen kannst, ist enorm hoch. Und es funktioniert super gut, kannst dann deine Statistiken auch feststellen und so weiter. Wenn du da immer eine Viertelstunde lang wirklich reingehst und da richtig reinpowerst mit Kommentaren, mit Likes und so weiter, richtig interagieren, dann wirst du auch merken, wie die Kurve bei dir dann plötzlich ansteigt. So. Das war jetzt mein Tipp für dich, trotz Schnupfen. Und noch ein weiterer Tipp, wenn du Bock hast, dich über solche Themen auszutauschen, gerade Instagram wachsen, Erfolg auf Instagram haben und so weiter, da gibt es auch eine Facebook-Gruppe, nennt sich Erfolgreich auf Instagram oder Erfolg auf Instagram, musst du mal vorbeischauen. Stell eine Anfrage, die gehört mir, also ich verwalte die ganze, aber da sind mittlerweile schon mehrere tausend Leute drin und wir tauschen uns täglich über so aktuelle Themen aus, über so Herangehensweisen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ist wirklich interessant. Schau vorbei, komm da rein und dann tauschen wir uns da weiter aus. Alright, das war's schon. Viel Spaß bei was immer du magst und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.